Es war einmal meine Suche nach einem plötzlich verschwundenen Totenfotografen, Johann von Riepenbroich. Er war der Verfasser außergewöhnlich morbider Verse, die uns sehr interessierten. Alles begann in Stillfelde mit einer mir noch unbekannten Geliebten. Viele seiner Verse waren vom Leben in London inspiriert. Der Schlüssel für sein Verschwinden jedoch lag in Berlin. Damals war es eine aufregende Stadt, voller Künstlerzirkel und ominöser Gestalten. Doch Johann, der empfindsame Poet, schrieb sich an der berühmt-berüchtigten Militärchirurgenschule ein, der Pépinière. Virchow, sein Lehrer, verriet mir, dass sein Schüler außergewöhnliche Begabungen aufwies, was das anatomische Zeichnen, aber auch das Fotografieren betraf. Nur warum benutzte Johann einen falschen Namen? Und warum forderte ihn der Offizier von Karrenbaum zum Duell? Ich wünschte, ich wüsste, was währenddessen wirklich geschah. Offizier erschießt Dichter. Nein, das kann es nicht gewesen sein. Johann floh nach dem Duell nach London. Also hat Johann wohl wirklich getroffen? Nein, das passt nicht zusammen. Außer es war ganz anders. Es gab einen dritten Mann. Und Johann wurde nur verwundet. Das ist es. Mein lieber Johann, wir finden dich. In was du dich da auch immer hineinmanövriert hast, ich finde es heraus. Das heißt natürlich, wir finden es heraus. Dem wilden Dutzend bleibt nichts unentdeckt.